Wir sind jetzt hier beim 24-Stunden-Portimao, das letzte Rennen der Creventic-Meisterschaft von 2017. Christian hat gerade eben das Qualifying absolviert und ist mit einer 1:49.1 sehr nah an die Referenzzeit herangefahren, das schnellste Amateurauto. Und somit starten wir morgen von einer guten Position und geben alles. Wir starten hier wieder mit dem Mercedes AMG GT, der GT3 und die Fahrerpaarung wie immer Michael Kroll, Chantal Kroll, Roland Eckimann und die beiden Profis Christian Frankenhaut und der Kenneth Heyer. Hier geht's drum, wir sind momentan Führender in der Wertung und zwar gesamt als auch in der A6-Klasse und wir versuchen hier natürlich da diese Position zu behalten. Ja, wir haben zwei Hauptkonkurrenten hier, einer in der Klasse ist Herbert Motorsport. Die fahren die ganze Saison schon wirklich exzellent. Und das andere ist der Pro-Sport, ist in der SP2-Klasse. Da geht es, bei beiden geht es natürlich um den Gesamtrang, den Championship Points, aber der Herbert ist in unserer Klasse natürlich und das ist das, was wir eigentlich unbedingt reißen wollen, wenn es irgendwie geht. Ja. Die Strecke ist sehr, sehr heiß, sehr viele Mut-Ecken drin, wir haben viele blinde Ecken. Macht super viel Spaß, ist bei mir absolut in die Top 5 gerutscht. Speziell so Turn 8, 9, 10, da gibt es ein richtiges Gefühl wie eine Achterbahn, geht richtig bergab, bergauf, in eine blinde Links rein, wo man auch ein bisschen Mut braucht. Also ich bin sehr beeindruckt von der Strecke. Ja, die Beleuchtung, sagen wir so Turn 1 bis 3 und die letzten 4 ist eigentlich ganz gut. Und dazwischen ist es sehr dunkel, es ist generell hier sehr dunkel. Also wir haben auch um die Strecke rum keine Beleuchtung, irgendwelche Beleuchtung, die du dann so als Resonanz nehmen kannst oder die irgendwie der Strecke hilft, ausgeleuchtet zu sein. Also du bist wirklich, wenn du das Licht ausmachen würdest, würdest du gar nichts sehen vor Augen. Und dementsprechend muss man sich sehr konzentrieren. Vor allen Dingen fährt man von Turn 3 von sehr viel Licht ins komplett Dunkle relativ schnell. So muss ich immer sehr schnell wieder adaptieren. Aber das macht halt auch ein bisschen die Charakteristik hier aus. Und Nachtfahren ist für mich persönlich immer noch mit das Beste, was es gibt mit dem Rennauto. Ja, also wie starten wir ins Rennen? Flat out. Christian fährt den Start wie immer, weil da ist ja am meisten Turbulenzen und er hat die schnellsten Reaktionszeiten. Danach fahren wir Amateure, dass wir alle nochmal im Hellen fahren können. Im Dunkeln ist Massaker-Time und morgen gilt es durchhalten. Das ist die Taktik. Unser Dank gilt natürlich auch AMG und HWA, die uns natürlich ein Top-Auto hingestellt haben, die auch mit ihrem Support, Ersatzteilen und Erfahrung immer weitergeholfen haben. Was schade ist, dass wir im letzten Rennen das einzige AMG-Fahrzeug sind in der GT3-Klasse. Aber wir hoffen uns, dadurch gegen die anderen durchsetzen zu können. Viele bergauf, bergab ist auch zwischendurch halt Blindflug hier angesagt. Aber es läuft top. Auto geht top.
muss sagen, keine Probleme. Unser größter Konkurrent Herbert ist leider schon früh ausgeschieden. Er hatte eine Kollision mit einem anderen Auto und hat Vorderachse kaputt, Lenkung kaputt. Und ja, ist natürlich für uns einerseits ein bisschen gut, Druck ist ein bisschen weg, aber wir schaffen jetzt oder fahren ganz klar aufs Gesamtpodium hin. Im Moment stehen wir in der AM an der Spitze mit rund 5 Runden Vorsprung auf den zweiten und sind gesamt auf dem 5. Platz. Seit der Customer Sport von HWA AMG ist natürlich sehr positiv, weil wir haben alle Unterstützung, die wir benötigen. Manchmal haben wir noch mehr Unterstützung, die wir benötigen, wenn der Markt uns noch ein bisschen unterstützt zur Unterstützung. Ne? Und eigentlich ist das wirklich eine coole Zusammenarbeit im Moment. So wie ich das beurteilen kann, ist HWA AMG im Customer Sport den Konkurrenten meilenweit voraus. Man wird sehr freudig aufgenommen bei dem Team. Die Tipps werden angenommen und umgesetzt. Und der Auftritt und alles ist natürlich überragend. Hier neue Strecke, alles neu fürs Team, für uns natürlich auch. Schwierig, dass man in kurzer Zeit sich darauf einstellen muss. Wir haben das mit einem Test vorher bewältigt. Daher sind wir recht gut ins Rennen gestartet, sehr zuverlässig ins Rennen gestartet. Und daher schauen wir mal, ob wir es umsetzen können. Hier mit unserem Ersatzteil-Truck sind wir auch wieder in Portimao an der Rennstrecke. Grundsätzlich unterstützen wir die Teams in jeglicher technischer Hinsicht. Nicht nur technisch natürlich, aber hauptsächlich. Dafür liefern wir Support-Ingenieure, Performance-Ingenieure, die den Teams an die Seite gestellt werden. Dann haben wir unseren Ersatzteil-Support mit dem Willi an Bord oder dem Mike, der aktuell in Budapest bei der Blaupaw ist, die hier einfach den kompletten Ersatzteilmarkt versuchen abzudecken, die Teams maximal unterstützen, die Teile schnellstmöglich nach einem Crash oder nach einem Defekt in die Pit bringen. Und dann natürlich von unserer Seite noch, dass wir das Team versuchen zu unterstützen, so gut es geht in allen anderen Belangen. Ja. Ja, jetzt haben wir noch knapp 4 Stunden bis Rennende. Es sieht richtig gut aus. Hofer liegt in einer guten Position in der Top 5. Ich denke, da ist heute wirklich die Meisterschaft drin. Auf ein neues oder nochmal, kann man sagen. Und ich freue mich mega. Top Job. Richtig geil. Das heutige Rennen lief besser, als wir erwartet hatten, da wir unsere Klasse gewinnen konnten durch das Pech unserer Mitstreiter. Das Feld war leider nicht so groß, wie man hinter uns sieht, da 25 Autos ist ja eigentlich nicht so richtig Autorennen. Aber der Platz hat gereicht für uns für die Gesamtmeisterschaft, für die Fahrermeisterschaft, für die Ladies Cup, für die GT3-Meisterschaft, für die A6-Meisterschaft und für die Amateurmeisterschaft.
und für die GT Cars Meisterschaft. Ja, es ist schon überraschend, dass wir jetzt alles abgeräumt haben, weil anfangs Rennen sah das noch nicht so aus mit den Gegnern, die wir auf dem Platz hatten und auch mit unseren Zeiten anfangs. Aber wie gesagt, das Testen vorher und dann auch das Training hier hat alles genutzt und wir haben das Ganze abgespult ohne Probleme und so hat es jetzt geklappt. Nichtsdestotrotz, wenn Herbert ausfällt, sind sie halt ausgefallen. Das ist halt ein Endurance-Rennen. Ne? Wir müssen halt zu Ende fahren. Das haben wir jetzt immer getan bis jetzt. In den letzten 4 Jahren jetzt schon sind es, glaube ich. Ne? So, und das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg halt letztendlich. Sehr, sehr happy. Ich denke schon, dass wir einen guten Job gemacht haben, hier alle zusammen. Sonst wären wir jetzt nicht vorne, das ist ganz klar. Also das Pech der anderen war unser Glück. Am Schluss noch der Lambo ausgeschieden ist, der sonst aufs Gesamtpodium gespült hat, war einfach top. Gefällt dir noch eigentlich? Eigentlich die Leistung ganzes Jahr, wir müssen nicht vergessen, das sind unsere 5 Fahrer hier, aber das ganze Team drumherum, da sind noch 20 Leute dabei, ja, die haben auch einen super Job gemacht, die Boxenstopps sind immer schneller geworden, noch schneller wie letztes Jahr, das Auto hat gehalten, ganzes Jahr eigentlich auf vielleicht kleine Sachen, aber keine richtigen Probleme, ja, und das ist auch Endurance-Rennen. Also am Schluss möchten wir uns auch bedanken bei Wiedberg Motorsport, bei allen Mechanikern, bei all den Fahrern, bei unseren Fans, bei unserem Videoteam und wir hoffen, uns nächstes Jahr gesund wiederzusehen. Danke euch! Danke.